Herzlich willkommen bei Stimmbaum im Stimmbaum-Studio und bei Stimmbaum-Podcast. Heute gibt es ein Interview mit der super spannenden Asana Strahlhofer. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke, lieber Joachim, danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass du heute den Weg aus Graz zu uns gefunden hast nach Wien. Du bist ja Lebens- und Sozialberaterin und hast ja mit deinem Mann gemeinsam ein Ausbildungsinstitut für spirituelle Ausbildungen. Genau, eine Akademie für spirituelle Ausbildungen. Mhm. Magst du da ein paar Worte sagen? Ja, gerne. Also wir haben die Akademie seit 2014 und wir bilden Energetiker aus, wir machen Heilerausbildungen, wir machen Aura-Chirurgie, Blueprint-Healing sind bestimmte Ausbildungen, wo man das Energiefeld reinigen kann, wo man sich klären kann über die Geist- und Seelenebene. Wir machen mediale Ausbildungen an, öffne deine Hellsinne, also alles, was mit Intuition zu tun hat. Sehr und spannend. Einmal im Jahr gebe ich einen Fastenkurs, beziehungsweise das Online-Fasten oder das Fasten vor Ort in Graz. Und das Fasten ist ja auch Thema für unsere heutige Sendung. Genau. Genau. Sag einmal, was ist denn eigentlich, also was ist so wichtig am Fasten oder warum ist das Fasten eigentlich so wichtig? Genau, generell ist zu sagen zum Fasten, es ist einmal im Jahr ein Rückzug, eine Besinnung auf sich selbst. Es geht nicht nur ums Abnehmen, sondern es geht eben auch einmal um alles rauszukriegen, die alten Schlacken, die alten Giftstoffe, der Darm wird gereinigt, die Leber wird gereinigt, alles klärt sich wieder, die ganzen Giftstoffe, der Schleim, alles löst sich. Und das ist so das Wichtige, einmal im Jahr mal so richtig das alles loszulassen, eben auf dieser Körperebene, aber eben auch auf Geist- und Seelenebene. Und du hast ja ganz spezielle Art des Fastens, nämlich das Hildegard-Fasten, das so deines ist oder das du so betreibst. Was ist da so der Unterschied zu anderen Fastenstrategien, kann man das so sagen? Ja, es gibt verschiedene Fastenformen und ich selbst faste schon seit über 25 Jahren und ich finde halt diesen Reinigung- und Klärungsprozess so wunderbar, weil das so ganz frei macht auch. Und der Unterschied zu Hildegard von Bingen-Fasten ist der Unterschied zu anderen Fastenarten, also so wie Saftfasten oder Suppenfasten oder es gibt ja viele Arten, ja, ist es leichter umsetzbar im Alltag. Also man bekommt beim Hildegard-Fasten ist ja eine Fastenform, wo es immer um den Dinkel geht und der Dinkel ist ein Getreide, das uns wärmt und nährt. Und Hildegard ist schon im 12. Jahrhundert draufgekommen, dass uns dieser Dinkel sehr gut tut. Natürlich müssen wir auch schauen, dass wir ein gutes Produkt haben, einen biologischen Dinkel in der heutigen Zeit. Früher war das noch nicht so wichtig, aber jetzt ist es natürlich ganz wichtig. Und eben beim Hildegard von Bingen-Fasten bekommt man dreimal täglich eine Mahlzeit, aber eine bestimmte Rezepte mit Dinkel und mit Apfel und es reinigt, also der Dinkel nimmt halt so die ganzen Giftstoffe mit, die sich im Darm auch angesammelt haben. Und es ist deshalb auch leichter zu fasten als reines Suppenfasten zum Beispiel, Suppen- oder Obstsaftfasten. Weil man eben eine Mahlzeit erhält. Und so kann man auch, wenn die liebe Familie am Küchentisch sitzt, am Esstisch sitzt, kann man eben auch, hat man auch seine Nahrung, hat man auch sein Essen, aber halt anders und weniger. Und trotzdem ist man am Mittagstisch oder Abendtisch oder Frühstückstisch dabei. Das ist natürlich super, weil ja beim Fasten, ich kenne das so, früher so eine Radikalfastenkur zum Entgiften, aber wenn du dann gar nichts aufnimmst, dann ist es halt schon sehr schwierig, den Energiepegel irgendwie zu halten am Tag, wenn du jetzt doch arbeiten musst oder was zu tun hast. Also kann man immer jetzt gut vorstellen, dass das da natürlich Vorteile hat, weil es, wie du sagst, besser genau. Und es ist ja, ist, ne? Genau, es ist das zum Beispiel Suppen- und Obstsaftfasten auch kein Problem, wenn man mehr Zeit hat. Wenn ich mich ein bisschen zurückziehen kann oder wohin fahre, vielleicht ins Kloster oder so, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber im Alltag finde ich diese Fastenform, oder ich habe eben wirklich viel ausprobiert, eben viel leichter. Super. Ja,
Hast du noch so Gedanken, weil wir sind ja hier beim Stimmbaum, im Stimmbaumstudio, wie kann man denn Fasten mit der Stimme irgendwie vereinbaren? Gibt es da Aspekte, die sich berühren? Ja, ganz sicher, weil viel dreht sich ja um die Entgiftung beim Fasten und um die Verschleimung auch. Ja? Also wir, das würde ich ja mal sagen, so in Mitteleuropa, essen zu viel an Milchprodukten. Wir brauchen eigentlich gar keine Milchprodukte, ja, wir sind ja eigentlich nicht mehr die Babys, die jetzt die Milch trinken müssen und so weiter, brauchen wir nicht. Und Milch kennen wir auch, und auch Hildegard von Bingen hat es auch gesagt, ist verschleimend, alles was mit Milchprodukten zusammenhängt. Und diese Verschleimung wirkt sich natürlich auf unseren Bauch aus. Und unser Bauch hat natürlich auch eine Verbindung mit dem Hals, also das Sakralchakra ist verbunden mit dem Halschakra. Und diese Verschleimung wirkt sich dann auch auf die Stimme aus, weil die Stimme dann nicht klar ist. Ja? Alleine wenn ich das Wort Verschleimung schon nehme, dann merkt man schon von der Energie her, dass es nicht so klar ist, dass die Stimme nicht richtig rund ist und rollt und melodisch klingt. Und das, würde ich sagen, hat sehr wohl einen Einfluss auf die Stimme auch. Insofern ein sehr spannender Aspekt, ja, weil Verschleimung ist bei Stimme und Sprechen immer wieder ein Thema. Das heißt, das kann man damit in den Griff bekommen oder da irgendwie mal ganz andere Erfahrungen machen, was ich da raushöre. Und man sagt ja auch so, in südösterreichischen Gegenden sagt man ja oft, man hat dann Schleim auf jemanden oder auf etwas. Also da ist dann auch noch so eine psychische Ebene dabei, oder? Genau. Ja, super. Ja, das heißt, wenn man jetzt so ein Fastenerlebnis mit dir haben möchte, du machst ja einmal im Jahr so einen Fastenkurs online und auch in Graz direkt. Sag uns doch bitte, wie kann man denn da teilnehmen und was ist denn da alles drinnen? Was stellt man sich unter so einem Online-Fastenkurs oder Fastenkurs jetzt vor? Wie läuft das ab? Ja, also wir fasten 10 Tage. Am ersten Fastenabend treffen wir uns eben beim Online-Fasten auf Zoom und besprechen alles ganz genau, wie dieser Fastenablauf stattfindet, was alles zu beachten ist. Es wird, also ich erkläre ganz genau, wie, was, wann zu sich genommen wird. Also wir arbeiten auch mit Basenpulver, um eben auch zu entlasten und diese Giftstoffe loszuwerden, auch mit Schüsslersalzen, und es gibt eine genaue Anleitung, die ich ja mal genau erkläre, da kann man dann die ganzen Fragen stellen, falls noch Fragen sind, und das Ganze wird auch auf PDF dann zusätzlich noch zugesendet, falls man irgendwas nicht gut verstanden hat, dass man genau Bescheid weiß, wie der Fastenablauf ist. Dann treffen wir uns online eben 5-mal live bei Zoom, also die nächste Woche drauf. Und es gibt noch einen Abschlussabend am letzten Abend. Und da erkläre ich dann noch die Aufbautage, also alles, was mit Ernährung zu tun hat. Die Aufbautage sind ja ganz wichtig. Das Fastenbrechen ist auch ganz wichtig, dass man nicht gleich wieder irgendwie verfällt in was anderes, sondern dass man wirklich wieder ganz langsam anfängt zu essen und diese Fastenerfahrung sozusagen mitnimmt in den Alltag. Und beim Online-Fasten ist ein gesamtes Programm dabei, wo täglich E-Mails ausgesendet werden. Und ich habe vorhin erzählt von unserer Akademie für Spiritual Healing, und Fasten ist eben auch so ein geistiger und seelischer Prozess. Und in diesen E-Mails ist jeden Tag sind Heilmeditationen, es sind der Leberwickel wird genau erklärt. Also es kommen Inspirationen, es kommen PDFs, wo es um die Selbsterforschung geht, um die Selbstliebe geht, um den Sinn des Lebens. Man kommt da mal so drauf, was ist denn eigentlich los, wo soll ich was verändern oder etwas loslassen. Manchmal ist auch eine innere Kindarbeit nötig, und auch da habe ich Videos aufgenommen. Es ist sehr
ja, reichhaltig, das ganze Programm. Also wenn man alles in Anspruch nimmt, ist man sehr beschäftigt, auch mit dem Inneren. Und nachdem wir ja eh nicht mehr mit dem Essen beschäftigt sind, können wir uns auch konzentrieren auf das Innere. Und das ganz Spannende beim Fasten ist auch, man bekommt mehr Energie. Das ist auch interessant, weil man glaubt ja immer, man braucht so viel zu essen, um Energie zu bekommen. Und eigentlich, wenn man reduziert und weniger hat, dann der Körper stellt sich ein. Es ist so diese Umstellungsphase und dadurch kriege ich eigentlich mehr Energie, kann mich besser zentrieren, ich werde klarer im Kopf, alles fängt besser an zu fließen, ich habe Lust auf Bewegung, ich habe Lust, mich selbst besser kennenzulernen. Ja, das sind so viele schöne Vorteile und ich kann das wirklich, wirklich jedem empfehlen. Ja, super. Also für alle, die sozusagen die Stimme und den Körper und die Entgiftung auf Vordermann bringen wollen, die nehmen teil, einmal im Jahr bei dir, beim Online-Fasten. Also du hast mir jetzt wirklich neugierig gemacht. Ich werde da wirklich voll gerne dabei sein, weil natürlich, ja, schleimfrei sprechen ist immer super. Und wenn man dann natürlich noch mehr Energie hat und das Gleiche in die Stimmkraft umsetzen kann, das ist natürlich ein Punkt, wo natürlich Stimmbaum für deine Bereicherung super dankbar ist. Du hast mir verraten, du hast für unsere Fans und Mitglieder auf Stimmbaum dir auch noch was Besonderes überlegt für diese Fastenrunde. Magst du das selber erklären? Gerne, ja. Ich habe einen Gutschein für euch mitgebracht im Rahmen von Stimmbaum und ihr findet den Gutschein, Wir werden diesen Gutschein für unsere Jahresmitglieder, und ihr wisst ja, die Jahresmitgliedschaft kostet nicht viel bei Stimmbaum mit vielen super tollen Leistungen. Wer bei diesem Projekt Jahresmitglied ist, ihr findet das dann in eurem Backoffice bzw. in eurem Mitgliederbereich, findet ihr den Link zu Asanas Special-Angebot. Genau, 10% Gutschein ist das für euch und dann gebt ihr einfach den Gutscheincode ein beim Zahlungsvorgang und dann wird es abgezogen. Cool, und das ist, solange der Vorrat reicht, genau. Oder wie ist das? Mhm. Mhm. Ja. Okay, also schnell sein, mit dabei sein. Im Februar oder im März, wann startet das heuer? Dieses Jahr startet es am 10. März. 10. März 2022 und jeweils im Folgejahr gehen wir den nächsten Termin dann rein, oder? Genau, also es ist immer im Februar oder im März, je nachdem, wann die Osterzeit ist, immer ein paar Wochen vorher, sodass noch ein paar Wochen zu Ostern übrig bleiben sozusagen. Okay, super. Ja, Asana, dann werden wir diese Hinweise jeweils im Mitgliederbereich für unsere Mitglieder posten. Und vielen Dank, dass du den Weg aus Graz hierher gemacht hast, damit wir dieses Interview zusammenkriegen, und wir sehen uns beim Fasten. Sehr gerne. Vielen Dank, Joachim. Dankeschön.